ja, den Team Spirit, da würde ich ganz vorne ran einfach die Zusammenarbeit stellen, dass man sich gegenseitig unterstützt, sich gegenseitig wertschätzt. Dieses, okay, ich helfe dir damit, ich habe gerade Zeit, ich kann damit helfen. Also das ist immer bei jedem Projekt eigentlich so, dass sich gegenseitig unterstützt wird. Ich war schon in vielen Teams drin, gerade durch die Ausbildung, durch das Studium. Und ich war in jedem Team willkommen. Es ist wirklich eine Familie. Man hat auch viel zusammen zu lachen, was für mich in meinem Arbeitsumfeld und persönlich sehr wichtig ist. Am meisten Spaß macht mir die Freiheiten, die ich habe im Unternehmen und gleichzeitig auch die Verantwortung, die ich in meinen Aufgaben übernehmen kann. Dass man immer am Ende merkt, man schafft es wirklich und man kriegt die Aufgabe hin und dann auch Leute hat, die einen da loben und das auch wertschätzen, was man für die Firma tut. Weil in meinem Studiengang auch viel Kreativität gefordert ist, kann ich mich da in der Richtung extrem gut ausleben. Und wenn man da seine Kreativität ein bisschen freien Lauf lassen kann, kommen bessere Resultate raus und dazu braucht man Freiräume. Bei Schunk hat mich von Anfang an die Unternehmensphilosophie und auch die Technologie begeistert. Das ist ja ein absolutes Zukunftsthema rund um die Automatisierung, in der Schunk Spitzenreiter ist. Es war, glaube ich, noch nie so schnell, wie die Veränderung aktuell ist. Aber ich denke, genau da ist Schunk gut aufgestellt und sieht es als Chance. Ich würde gerne in Zukunft mit Schunk ins Ausland gehen, im Ausland die Intex kennenlernen, da die Mitarbeitenden, die Arbeitsweisen und einfach so die unterschiedlichen Kulturen auch innerhalb des Unternehmens, der Firma mitbekommen. Es ist wirklich so, dass man sagen kann, man geht gerne zu Schunk, um zu arbeiten. Es ist einfach ein freundschaftliches Miteinander. Ich sehe mich auf jeden Fall in der Zukunft beim Schunk, ja.